Geniale Akkulaufzeit, tadellose Leistung und ein nahtloses Gehäuse. Das OnePlus Nord 4 ist ein starkes Mittelklasse-Handy für rund 550 Euro. Wir haben das Smartphone für euch getestet. Wegen eines Patentstreits gab es knapp 1,5 Jahre keine neuen OnePlus-Smartphones in Deutschland. Nun sind die Chinesen mit neuen Geräten zurück, darunter das Nord 4. Dieses kommt im Unibody, sprich das Gehäuse ist aus einem Block ohne Nähte gefertigt. Das steigert die Beständigkeit, jedoch lässt sich das Handy schlechter recyceln. OnePlus verspricht 4 Android-Updates und 6 Jahre lang Sicherheitspatches. In Sachen Hardware sticht der Akku heraus. Im Test mit dem 60-Hz-Display liegt die Laufzeit bei starken 19 Stunden. Und selbst mit der vollen 120-Hz-Bildwiederholrate sind es noch knapp 15 Stunden. Ist der Akku doch mal leer, könnt ihr diesen in nur 40 Minuten voll aufladen. Das 6,7-Zoll-Display bietet zusätzlich eine hohe Auflösung und ein super scharfes Bild. Zudem ist das AMOLED-Display sehr hell und zeigt satte Farben. Lediglich die Kontraste könnten ein wenig besser sein. Für die Performance ist ein Snapdragon 7 Plus verantwortlich. Ihr bekommt also nicht das Topmodell der Spitzenhandys, aber immerhin die maximale Mittelklasse. Komplexe Apps und grafisch anspruchsvolle Games sind kein Problem. Die Dualkamera mit Ultraweitwinkel schlägt sich insgesamt gut. Die Bildqualität kommt nicht an die Handy-Flaggschiffe heran, wir sind aber mit den Fotos zufrieden. Auch bei schlechten Lichtverhältnissen kommen die Bilddetails zur Geltung. Filmen könnt ihr mit 4K-Auflösung. Die Einschränkungen machen sich am ehesten bei der Ausstattung bemerkbar. Das Nord 4 ist immerhin gegen Strahlwasser geschützt, aber nicht wasserdicht. Auf kabelloses Laden des Akkus müsst ihr verzichten und der USB-C-Port arbeitet nur mit dem langsamen USB-2-Standard. Ein Slot für MicroSD-Speicherkarten ist ebenfalls nicht vorhanden. Wenn ihr zur Ausführung mit 512 GB internem Speicher greift, habt ihr aber vermutlich genug Platz. Die Dual-SIM-Funktion akzeptiert zwei physische Nano-SIMs. Eine eSIM könnt ihr also nicht verwenden. Den Preis von rund 550 Euro für das OnePlus Nord 4 in der 512 GB Ausführung finden wir fair. Ihr wollt etwas mehr sparen? Dann könnt ihr alternativ zum sehr ähnlichen Xiaomi Poco X6 Pro greifen. Der Akku ist hier etwas schwächer, dafür gibt es viel Leistung und ein tolles Display für rund 320 Euro.